und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch Skills gegen SVV, also selbstverletzendes Verhalten, zeigen. Ich selbst vorab bin auch erkrankt, bin seit circa 1,5 Monaten clean. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen und los geht's. Also erstmal, ich habe meine ganzen Skills in der Box. Da habe ich draufgeschrieben, Skillkiste, und denke mal daran, es bringt dir nichts außer Unzufriedenheit. Es löst keine Probleme. Okay, also. Als erstes habe ich verschiedene Bälle hier drin. Das ist einmal so ein, das kennt ihr bestimmt, da ist Mehl drin, so ein Luftballon. Der hilft mir persönlich am besten. Ich habe von meiner Sozialarbeiterin so einen Ball, der ist mega, mega hart. Und den Ball, den Kathi mir mal geschickt hatte. Der fühlt sich halt einfach mega nice an. Was ich noch drin habe, ist hier so ein Gummi. Das kriegt man im Müller. Das kann man so ziehen und wenn man mag, knoten oder weiß der Kuckuck was. Mir hilft es immer. Ja. Dann habe ich noch eine Erkältungssalbe in meinem Köfferchen. Weil, wenn ich mir das so hinmache, so verreibe, egal wohin ihr es macht, nein, rieche. Oh. Auf jeden Fall, der Geruch ist mega krass, weil da so Eukalyptus, Kiefernadelöl und Menthol drin ist. Dann habe ich hier einen roten Fineliner drin. Und zwar fürs Wunden aufzeichnen. Das hilft mir nämlich immer. Und für das Schmetterlingsprojekt. Da malt man einen Schmetterling. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Was ich noch habe, ist Wärmesalbe. Ohne Scheiß, Leute, die ist super. Ich verlinke euch die ganzen Sachen noch in der Infobox. Ihr schmiert euch die auf die Stelle, wo ihr euch verletzen wollt. Und es wird halt warm oder sogar ein bisschen heiß. Und das ist mega. Dann habe ich eigentlich noch Chili-Bonbons. Aber die habe ich jetzt nicht. Ich verlinke sie euch trotzdem unten in der Infobox. Und ein Haargummi. Ich glaube, das kennt jeder. Habe ich noch Chips da drin. Die sind ultra scharf. Und das hilft mir auch immer. Ihr könnt euch auch Tabasco und so da reinmachen. Das hilft auch sehr. Und dann habe ich hier noch so ein Ding. Das kennt ihr, das ist so ein Wärmepad. Das kann man hier klicken und dann wird es warm. Das hilft mir auch. Also wenn es warm ist. Dann halt so lange daran kneten, bis es wieder kalt ist. Das dauert ja eine Zeit. Quasi jetzt Aufschiebetechnik. Dann ist noch eine Technik von mir, wie gerade schon gesagt, die Aufschiebetechnik. Das heißt, ihr sagt euch, okay, ich gehe erst spazieren und dann mache ich es. Ich warte erst, bis das kalt ist, dann mache ich es, weil dann ist der Druck meistens eigentlich schon wieder weg. Wichtig dabei zu sagen ist, je länger ihr es nicht macht, je einfacher wird es. Leute, wirklich. Diesen Druck, den ihr am Anfang habt, das ist unerträglich, das weiß ich. Aber es geht weg. Ihr könnt das schaffen, ehrlich. Es wird immer, immer besser. Es rückt immer weiter in den Hintergrund. Ich weiß, dass selbstverletzendes Verhalten eine unglaublich schwere Sache ist. Aber ich glaube, wir alle kriegen das hin. Das war ein kurzes, aber knackiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsskill ist. Ob ihr auch einen Skill von mir benutzt und welcher euch am besten hilft. Wie immer, bleibt stark, haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns auf Instagram oder beim nächsten Video.